Herr Demaré, die Andrea Eskau trainiert in Köln bei Ihnen an der Sporthochschule für die Winterparalympics. Wie geht das Ganze vonstatten? Was ist der Sinn der Höhenkammer hier? Ja, natürlich einen zusätzlichen härteren Trainingsreiz zu generieren, als das jetzt vielleicht draußen unter Normalbedingungen der Fall ist. Zu dem Zweck kommt sie eben in mehreren Trainingsblöcken, die bis zu 3 Wochen lang sind, hierher, trainiert 2 Stunden, unterschiedliche Inhalte. Aber der grundsätzliche Zweck ist natürlich, mehr Leistung zu generieren. Und im Hinblick auf Sochi, was ja nun auch nicht auf Meeresspiegel liegt, ist das sehr sinnvoll, schon mal in der Höhe zu trainieren. Wie ist das Ganze umsetzbar? Wie funktioniert das im Detail? Also im Detail hat sie natürlich unterschiedliche Intensitäten pro Trainingseinheit. Aufgebaut sind die Blöcke so, dass sie 2 Stunden am Tag über 3 Wochen kommt. Das ohne Unterbrechung, auch am Wochenende. Die 21 Tage kommt sie halt am Stück. Dann sind die Inhalte unterschiedlich und sie hat zusätzlich noch eine 2. Trainingseinheit draußen. Wobei insgesamt natürlich im Hinblick auf Sochi auch darauf geachtet wird, es ist ein Wintersport, da muss man natürlich auch Schneegefühl generieren. Das Nonplusultra ist natürlich dann auch in die Berge, in natürliche Höhe zu fahren und dann im richtigen Schnee auch ja, zu gleiten und die Technik zu verfeinern. Worauf beruht denn der Effekt der Höhenkammer? Der Höhenkammer-Effekt beruht halt darauf, dass weniger Sauerstoff in der Luft ist und der Körper muss sich halt mit diesem Mangel auseinandersetzen. Wir, die wir normal vielleicht in den Skiurlaub fahren, merken das daran, dass die Herzfrequenz ansteigt in den ersten paar Tagen, dass man schneller müde ist, vielleicht ein bisschen mehr atmen muss. Und unterm Strich kommt natürlich Adaptation raus, dass vielleicht ein bisschen mehr Blutkörperchen gebildet werden, die Sauerstofftransportkapazität ansteigt, aber auch in der Muskulatur andere Enzymprofile sich bilden, um hier entsprechend der Höhe Energie zu generieren. Wie lange arbeiten Sie schon mit Andrea und wie sind die Vorerfahrungen, die Sie gemacht haben in der Vergangenheit? Ja, der erste Kontakt war, glaube ich, etwas über 1 Jahr vor London. Und auf London, im Hinblick auf London, hat sie auch schon trainiert. Da waren die Erfahrungen natürlich sehr erfolgreich. London hat für Andrea sich sehr ausgezahlt. Von daher ist die Kooperation zufriedenstellend, sehr zufriedenstellend. Und wie ist es so, mit ihr zu arbeiten? Ja gut, also sie ist ein Wunder an Motivation, weil die 21 Tage, die sie hier kommt, die trainiert sie auch durch. Zeitweise habe ich versucht, da mitzuhalten. Das heißt, auf dem daneben stehenden Laufband ähnlich zu trainieren. Das ist natürlich nach hinten losgegangen, zumindest in dem Sinn, dass ich das nicht geschafft habe. Aber sie zieht das halt durch. Und gerade vor dem Hintergrund, dass sie noch eine 2. Trainingseinheit am Tag zu Hause bzw. im Wald absolviert, da muss man schon alle Hüte, die man hat, vor ihr ziehen. Das ist schon ein enormer Einsatz, den sie da hat.